Zahlen nach Textimport korrekt erkennen. Nach einem Textimport kommt es oft vor, dass Excel Zahlen nicht als Zahl darstellt, sondern als Text. Dies ist vor allem dann sehr störend, wenn man Berechnungen durchführen will. Und so lösen Sie dieses Problem. Über die Zelleneigenschaften können Sie die Formatierung der Zelle von Text auf Zahl abändern. Alternativ schreiben Sie in eine leere Zelle die Zahl 1, kopieren diese mit Steuerung C, markieren anschließend den falsch formatierten Bereich, der in das Zahlenformat umgewandelt werden soll, und wählen nun im Einfügen-Menü die Option Inhalte einfügen und im anschließenden Menü die Option Multiplizieren aus. Zum Abschluss bestätigen Sie mit OK. Die Zellinhalte werden zur Berechnung in Zahlen umgewandelt. Da 1 jedoch das neutrale Element einer Multiplikation ist, bleiben die Werte unverändert.